Wissenschaftliche Erkenntnisse bestimmen heute wie nie zuvor unser Leben. Denken wir nur an die Entdeckungen der Physik bis hin zur Atomenergie oder an die Möglichkeiten der modernen Gentechnik. Aber auch unser Alltag ist von den Folgen wissenschaftlicher Arbeit bestimmt. Das fängt beim Radiowecker an und hört beim abendlichen Fernsehprogramm noch nicht auf. Wissenschaftliches Know-how stellt auch einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar, besonders für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das dicht besiedelt, rohstoffarm und hochindustrialisiert ist. Mit rund 55 Milliarden Mark liegt der Anteil dessen, was Staat und Wirtschaft jährlich in die Forschung und Entwicklung investieren, hoch und entspricht prozentual den Aufwendungen der großen Industrienationen USA und Japan. Doch Wissenschaft macht heute auch negative Schlagzeilen. Der Fortschrittsglaube ist nicht mehr ungebrochen. Immer mehr Wissenschaftler erkennen, dass die Wissenschaft selbst mitverantwortlich ist für die Folgen ihrer eigenen Entdeckungen. Wissenschaft ist keine Heilslehre. Sie ist nicht das Allheilmittel, Menschen glücklich zu machen, die Welt zu verbessern oder das Leid aus ihr zu verbannen. Aber wissenschaftliche Forschung ist die unentbehrliche Voraussetzung dafür, Probleme des menschlichen Daseins richtig wahrzunehmen und Lösungen für sie zu suchen. Forschung wird von verschiedenen Seiten gefördert, vom Staat und von der Wirtschaft. Ein wichtiger Garant freier wissenschaftlicher Arbeit ist hierzulande eine Organisation, die der Allgemeinheit wenig bekannt ist, die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Obwohl sie mit etwas mehr als 1 Milliarde Mark einen eher bescheidenen Beitrag zur Forschungsförderung leistet, spielt die DFG im Konzert der Forschungsförderung die erste Geige bei der Grundlagenforschung. Ein Beispiel. Um die wertvollen mittelalterlichen Buchmalereien sichern und erhalten zu können, beantragte die Universität Göttingen Mittel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ein Projekt, in dem Chemiker und Kunsthistoriker gemeinsam versuchen, die Techniken der mittelalterlichen Buchmalerei zu rekonstruieren. Damit hofft man, dem drohenden Zerfall der wertvollen Handschriften entgegenwirken zu können. Dieses interdisziplinäre Forschungsprojekt, an dem Chemiker, Kunsthistoriker und Bibliothekare der Universität Göttingen arbeiten, will die alten Techniken wieder entdecken. Alte, heute nicht mehr bekannte Rohstoffe müssen wiedergefunden, ihre Bearbeitung und Zubereitung neu erlernt werden. Grüner Malachit, Bleigelb, Rautenkrautsaft und Weißwein bilden die Grundlage einer solchen Farbe aus dem Mittelalter. Einen großen Teil der Kenntnisse alter Farbrezepte verdankt man in Göttingen dem Musterbuch. Es stammt aus der Zeit Gutenbergs, also etwa aus dem Jahre 1455. Der Illustrator der Gutenberg-Bibel, oder zumindest ein Schüler, hat in diesem Büchlein nicht nur die Farbrezepte niedergeschrieben, sondern sie auch in Malbeispielen festgehalten. Die neuen Malereien nach alter Art können härtesten Belastungstests ausgesetzt werden. Die Ergebnisse der Versuche werden sicher dabei helfen, den Verfall der wertvollen Schriften aufzuhalten bzw. gar zu verhindern. Die DFG hat für dieses Vorhaben bislang rund 1,6 Millionen Mark zur Verfügung gestellt. Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Anträge auf Förderung stellen. Bei der Forschungsförderung unterscheidet die DFG verschiedene Verfahren. Die wichtigsten sind: im Normalverfahren kann jeder Forscher für ein von ihm selbst gewähltes Forschungsprojekt finanzielle Unterstützung beantragen. Es handelt sich dabei unter anderem um Sach-, Reise- und Druckbeihilfen. In einem Schwerpunktprogramm arbeiten Forscher aus verschiedenen wissenschaftlichen Instituten und Laboratorien im Rahmen einer vorgegebenen Thematik oder eines Projekts, und zwar jeder in seiner eigenen Forschungsstätte, für eine begrenzte Zeit zusammen. In Sonderforschungsbereichen arbeiten Gruppen von Wissenschaftlern an einer Hochschule über die Grenzen ihrer Fächer, ihrer Institute und Fachbereiche hinweg zusammen.
Anhand des Antrags Mittelalterliche Buchmalerei soll hier der Weg im Normalverfahren durch die Instanzen der Deutschen Forschungsgemeinschaft verfolgt werden. Der Antrag kommt mit der Post, wird erfasst, erhält eine Bearbeitungsnummer und wird dem Fachreferenten übergeben. So wie diese Akte kommen eine ganze Menge jeden Tag bei mir an, wie auch bei den anderen Fachreferenten. Ich bin Fachreferent für Theologie, Geschichte, Kunst- und Musikwissenschaften. Es gibt außer mir in der Fachgruppe Geistes- und Sozialwissenschaften 5 Fachreferenten. Bevor mir so ein Antrag vorgelegt wird, bin ich oft schon angerufen worden und gefragt worden, ob ein Vorhaben dieser Art, wie es da beschrieben wird, von uns überhaupt gefördert werden kann, wie gefördert werden, wie der Antrag gestellt werden kann und Ähnliches. Ich kann den Antragsteller dann im Allgemeinen beraten, wie er das zu machen hat, am besten zu machen hat. Meine nächste Aufgabe besteht dann darin, die richtigen Gutachter auszusuchen. Wir haben ja ein System von gewählten Fachgutachtern. Es gibt allerdings Fälle, bei denen die gewählten Fachgutachter, jedenfalls nicht alle, für dieses sehr spezielle Thema, um das es manchmal geht, kompetent sind. Dann muss ich mir überlegen, ob es einen Spezialisten gibt, den ich vorher zu Rate ziehe. Häufig haben Förderungsanträge auch internationalen Bezug. In diesen Fällen werden Regionalreferenten, hier die Referentin für die Sowjetunion und Osteuropa, hinzugezogen. Sie prüfen, welche Teile des Projekts im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit übernommen werden können, stellen die nötigen Kontakte her, verhandeln und vermitteln. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist Partner ausländischer Wissenschaftsorganisationen in fast allen Ländern der Welt und vertritt dort die Belange der deutschen Wissenschaft. Doch zurück zum Förderverfahren. Jeder Antrag wird einem Gutachter vorgelegt. Ich bin einer von etwa 450 Fachgutachtern der DFG. Und wie man vielleicht an der Umgebung hier sieht, auf dem Gebiet der Experimentalphysik. Jede Woche flattert mir etwa ein Gutachtenwunsch der DFG auf den Schreibtisch mit der Bitte um Stellungnahme zu einem beantragten Forschungsvorhaben. Ein solcher Wunsch geht nicht nur an mich, sondern das gleiche Vorhaben geht auch an einen zweiten unabhängigen Gutachter, der sein eigenes Urteil zu dem gleichen Vorhaben abgibt. Diese Tätigkeit als Gutachter ist natürlich ehrenamtlich. Wie wird man nun Gutachter bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft? Alle 4 Jahre werden die Fachgutachter gewählt, und zwar auf einzelnen Fachgebieten von allen in der Bundesrepublik selbstständig tätigen Wissenschaftlern dieses Fachgebietes. Die Fachgutachter werden damit in einem sehr demokratischen Prozess bestimmt, und daher nennt man die DFG auch manchmal die Gelehrtenrepublik. Alle Wissenschaftler eines bestimmten Arbeitsgebietes entscheiden damit mit über die Verwendung der DFG zur Verfügung gestellten Mittel. Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Wissenschaftsgebiete erfolgt nicht nach vorher festgesetzten Quoten, sondern für die Gutachter ist der alleinige Maßstab die wissenschaftliche Qualität der jeweiligen Anträge. Den forschungspolitischen Kurs der DFG legt der Senat fest. Der Senat richtet zahlreiche Kommissionen auf den Gebieten des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes ein, die Regierungen und Parlamente in wissenschaftlichen Fragen beraten. Der Senat entscheidet über die Einrichtung von Schwerpunktprogrammen und Forschergruppen. Außerdem liegt die Entscheidung über die sogenannten Hilfseinrichtungen der Forschung, wie zum Beispiel das 1986 in Betrieb genommene neue Forschungsschiff Meteor bei diesem Gremium. Der größte Teil der Betriebskosten der neuen Meteor
jährlich 8 Millionen Mark, wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragen. Jeder Antrag auf Förderung, auch der der Universität Göttingen, wird nach Prüfung durch Fachreferenten und Gutachter dem Hauptausschuss vorgelegt. Er ist für die finanzielle Förderung der Forschung zuständig. In schriftlichen Verfahren und in regelmäßigen Sitzungen wird hier über die Förderanträge entschieden. Der Hauptausschuss setzt sich aus Vertretern von Politik und Wissenschaft zusammen. Dabei überwiegt die Anzahl der Wissenschaftler. Woher stammt nun das Förderkapital der DFG? Wie wird es verteilt? Als Beauftragter für den Haushalt, wie es in der Haushaltssprache heißt, bin ich für die Konzipierung und die Ausführung des Wirtschaftsplans verantwortlich und bei allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen. Das Budget, das die Forschungsgemeinschaft hat, liegt inzwischen bei über 1 Milliarde Mark. Die Mittel werden in Höhe von ungefähr 99% von Bund und Ländern bereitgestellt. Die restlichen Einnahmen, die wir bekommen, entfallen auf Zuwendungen des Stifterverbandes, sind freie Spenden oder eben eigene Einnahmen. Die Ausgaben entfallen im Wesentlichen auf die allgemeine Forschungsförderung und die Förderung der Sonderforschungsbereiche. Die Aufwendungen der Geschäftsstelle sind mit knapp 3,5% der Gesamtausgaben recht niedrig. Die Anzahl der in einem Jahr ausgesprochenen Bewilligungen liegt bei rund 12.000. Ich darf Ihnen vielleicht mal kurz aufzeichnen, wie die sich auf die Wissenschaftsbereiche verteilen. Unser Kuchen verteilt sich wie folgt. Auf die Biowissenschaften einschließlich Medizin entfallen 38%. An die Naturwissenschaften gehen 24%. An die Ingenieurwissenschaften 23%. Und schließlich an die Geisteswissenschaften 15%. Man kann sagen, dass etwa die Hälfte der bewilligten Mittel zur Bezahlung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bestimmt ist, wovon ein Großteil den wissenschaftlichen Nachwuchs betrifft. Zum Beispiel vergeben wir jährlich mehr als 500 Stipendien an Nachwuchswissenschaftler. Dabei handelt es sich um Ausbildungs-, Forschungs- und Habilitationsstipendien, Postdocs sowie um die Heisenberg-Stipendiaten, die habilitiert sein sollen und als besonders qualifizierte Nachwuchskräfte in Erscheinung getreten sind. Auch Klaus von Klitzing war Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1985 erhielt er den Nobelpreis für Physik. Er entdeckte den Quanten-Hall-Effekt. Förderung der Wissenschaft hierzulande, bedeutet das Innovation oder ist sie eher als eine Anstrengung zu sehen, den internationalen wissenschaftlichen Standard zu erreichen? Fragen an den DFG-Präsidenten Professor Hubert Markel. Ich glaube, insgesamt kann man für viele Gebiete der wissenschaftlichen Forschung in unserem Land sagen, dass wir den schweren Aderlass, den Rückstand und die großen Verluste des letzten Krieges aufgeholt haben und dass wir sehr viele Forschungsgebiete haben, in denen wir tatsächlich vorne mitreden können. Ein weiteres interessantes Beispiel aus der Grundlagenforschung ist das Förderprojekt Vorratsproteine im Mais an der Universität Freiburg. Das Vorhaben in der Genetik wurde bisher von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit mehr als 600.000 Mark gefördert. Man arbeitet mit Maispflanzen, die in besonderen Aufzuchträumen gehalten werden. Durch gezielte Bestäubungen sind Fremdeinflüsse ausgeschaltet. So werden Vergleich und wiederholbare Versuche ermöglicht.
Um die Regulationsmechanismen der Maispflanzen und die Einlagerung ihrer Vorratsproteine kennenzulernen und eventuell beeinflussen zu können, werden die Pflanzengene isoliert. Das geschieht, indem die Maiskörner, aber auch Pflanzenteile aus jedem Wuchsstadium in Stickstoff aufgebrochen werden. So gelangt der Wissenschaftler an die Chromosomen. Die Maischromosomen enthalten an die 50.000 Maisgene, die in Bakterien eingebracht werden. Einzelne Bakterien, die Maisgene enthalten, wachsen dann zu Kolonien heran. Sie sind deutlich in der Petrischale zu erkennen. Die Kulturen vermehren sich stark in der Kulturflüssigkeit, was an der Trübung zu sehen ist. Die Alge Acetabularia, die nur einen Zellkern im Wurzelbereich hat, wird vom Zellkern befreit. In den Kern werden die Maisgene eingeschleust. Unter dem Mikroskop wird der beeinflusste Zellkern dann wieder in die Pflanze eingeführt. Die Alge übernimmt die Eigenschaften der Maisgene. So kann schon im frühesten Stadium des Pflanzenwuchses die Qualität der Maissorte bestimmt werden. Was als reine Grundlagenforschung begann, verspricht große Vorteile für die Maiszucht. Genetische Versuche, so sinnvoll sie an der Maispflanze auch erscheinen, sind jedoch auch an Mensch und Tier denkbar. Ein heiß diskutiertes Thema. Geschehen da im Bereich der Forschung Dinge, die uns nicht nur nützen, sondern vielleicht sogar bedrohen, passt die Wissenschaft auch auf, dass aus ihren Labors nicht Dinge herausgehen, die keineswegs das Leben verbessern oder bereichern, sondern unter Umständen sogar gefährden. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass kein Wissenschaftler in seiner Arbeit so etwas beabsichtigt, aber er hat zweifellos die Verantwortung, in all dem, was er tut, auch mitzubedenken, was mit seinen Entdeckungen geschehen könnte. Das heißt, er muss auch die Folgen dessen, was er tut, mitbedenken. Kristalle ganz anderer Art, nämlich Flüssigkristalle, sind Forschungsgegenstand an der Universität Paderborn. Im Rahmen eines Schwerpunktprogramms, an dem 8 Fachgebiete beteiligt sind, wurde das Projekt bisher mit weit über 6,5 Millionen Mark gefördert. Flüssigkristalle werden zunehmend interessant für die Kommunikationstechnik. Dennoch wird auch hier nicht zweckorientiert wirtschaftlicher Erfolg angestrebt, sondern reine Grundlagenforschung betrieben, dem Woher mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem Wohin. Flüssige Kristalle sind keine künstliche Schöpfung, sondern kommen schon in der Natur vor, hier bei einem Käfer. Durch Polarisationsfilter kann das nachgewiesen werden. Einmal erscheint der Käfer metallisch grün, dann wieder schwarz. Handelt es sich um eine Art natürlicher Tarnkappe gegen Fressfeinde? Dieser und vor allem technischen Fragen soll im DFG-Schwerpunktprogramm nachgegangen werden. Wie alle Kristalle fester Körper, zeigen auch Flüssigkristalle unter dem Polarisationsmikroskop ein interessantes Farbverhalten. Die verschiedenfarbigen Anteile des Lichts werden hier unterschiedlich gebrochen. Bei Erwärmung werden Flüssigkristalle noch dünnflüssiger, etwa wie Wasser oder Öl. Sie zeigen dann kein Farbverhalten mehr, sondern erscheinen unter dem Mikroskop schwarz. Kühlt die Probe ab, bilden sich die Kristalle erneut und das Farbspiel beginnt von vorn. Flüssigkristalle reagieren also auf Wärme. Diese Eigenschaft wird heute schon von der Industrie genutzt, zum Beispiel zur Herstellung solcher Thermometer.
Doch Flüssigkristalle sind auch durch Elektrizität zu beeinflussen. Selbst bei geringsten Spannungen richten sich die Flüssigkristallmoleküle in die Richtung der elektrischen Pole aus. So kann man Strukturveränderungen und ein damit verbundenes Farbspiel auch durch elektrische Spannungen erreichen. Ein Effekt, den man ebenfalls sehr gut unter dem Mikroskop beobachten kann. Dieses Verhalten wird schon jetzt genutzt, wie zum Beispiel in Uhren und Messgeräten. Forschung als direkte Hilfe für den Menschen wird in Aachen betrieben. Im Sonderforschungsbereich künstliche Organe, Modelle und Organersatz, bisher mit mehr als 33 Millionen Mark gefördert, entwickeln Mediziner und Ingenieurwissenschaftler künstliche Organteile für die Atemwege, das Gefäßsystem, die Niere, die ableitenden Harnwege und das Herz. Am Helmholtz-Institut für biomedizinische Technik wird ein neuartiges Implantat, eine nach der Natur konstruierte künstliche Herzklappe, in Testreihen untersucht. Nach den immer wieder aktuellen Diskussionen über das Kunstherz stellt sich natürlich die Frage, sind künstliche Organe und Organteile Alternativen zu Spenderorganen? Als Dauerlösung wird der seriöse Wissenschaftler ein komplettes Kunstherz zurzeit für nicht realisierbar halten. Doch künstliche Hilfen sind schon heute möglich und bewähren sich. Die künstliche Herzklappe aus einem elastischen Kunststoff wird einem Kalb implantiert. Denn erst im lebenden Organismus kann die Biokompatibilität, das heißt die Verträglichkeit und das Verhalten des Kunststoffes im Körper, ermittelt werden. Diese Forschung an künstlichen Organen konzentriert sich bewusst auf die Entwicklung anwendbarer Systeme. Die Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft tragen auch in diesem Projekt wesentlich zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei. Hier werden die jungen Mediziner mit chirurgischen Aufgaben konfrontiert, die selbst am Weltstandard gemessen außergewöhnlich sind. Auch der Sonderforschungsbereich Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke an der Universität Karlsruhe greift Fragen auf, die die Öffentlichkeit zunehmend bewegen. Architekten, Bauingenieure, Bio- und Geowissenschaftler sowie Wissenschaftler des Landesdenkmalamtes arbeiten in diesem Projekt zusammen, das schon im ersten Jahr seines Bestehens mit nahezu 1 Million Mark gefördert wurde. Die beteiligten Wissenschaftler der Universität Karlsruhe wollen den Bestand und Zustand der alten Bausubstanz feststellen, ihren Verfall und dessen Ursachen ergründen. Das Ziel ist, nach Erkennen der Gründe von Bauschäden Empfehlungen zu ihrer Beseitigung geben zu können. Der bisher wenig erforschte Zustand der alten Konstruktionen überrascht immer wieder, wie beim Schloss Ludwigsburg in Baden-Württemberg, dem größten Barockschloss nach Versailles. Auf den ersten Blick noch recht ansehnlich, gibt es hier aber doch eine Reihe von Problemen, die naturbedingt, aber auch auf Zivilisationseinflüsse zurückzuführen sind. Gerade hier gilt, je schadhafter das alte Bauwerk ist, desto mehr wird es durch die Umweltbelastungen zerstört. Die alte Baukunst, die Generationen bestand, droht schnell an unserer heutigen Umwelt zugrunde zu gehen. So führen hohe Salzbelastungen des Grundwassers zu einer verstärkten Feuchtigkeitsaufnahme des Mauerwerks. Besonders im jüngsten Trakt des Schlosses ist das der Fall. Hier steht das Fundament sogar im fließenden Grundwasser. Alle bisherigen Maßnahmen, die aufsteigende Feuchtigkeit und die damit verbundenen Ausblühungen zu unterbinden, blieben wirkungslos.
Drainagen, Belüftungen oder gar verdeckende Zementputze haben die Schäden eher verstärkt. Im Sonderforschungsbereich versucht man zunächst, die Mechanismen des Feuchtetransports zu erkennen. Dazu wird das Baugefüge intensiv untersucht. Womöglich entnimmt man Proben, die dann im Labor einer Reihe von Tests ausgesetzt werden. Um das historische Baudenkmal zu erhalten, ist es nötig, den Prozess des Alterns und die Entstehung von Schäden anhand von Originalproben im Labor nachvollziehen zu können. Das wissenschaftliche Forschungsprogramm muss also die Ursachen ergründen, die zu Verfall und Zerstörung führen. Seit je bemüht sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wie schon gesagt, dass freie, nicht zweckgebundene wissenschaftliche Arbeiten, also die Grundlagenforschung, zu fördern. Doch welchen Anwendungswert diese Grundlagenforschung erreichen kann, zeigt das Beispiel des Messstellennetzes des Umweltbundesamtes. Hier in der Messstelle auf dem Schauinsland, nahe Freiburg im Breisgau, werden Sonden installiert, die die tägliche Belastung der Luft durch Schadstoffe ermitteln. Damit ist ein Forschungsprojekt institutionalisiert worden, das schon in den frühen 60er Jahren begann. Lange bevor dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, war es ein wissenschaftliches Anliegen, die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Mensch, Pflanze und Tier kennenzulernen. So empfahl die von der DFG gebildete Kommission zur Erforschung der Luftverunreinigung den Aufbau eines Messstellennetzes. 1974 stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft das flächendeckende Netz moderner Messstationen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Nun wird es vom Umweltbundesamt betrieben. Wie wichtig Messungen der Atmosphäre sind, beweist dieser extrem verrußte Filter. Innerhalb von 24 Stunden wurde er durch Ruß geschwärzt, der mit östlichen Luftströmungen zu uns kam. Es ist das Ziel dieser Messstationen, Daten zu erhalten, die über die Verursacher und die Auswirkungen aller Schadstoffe Auskunft geben. Die über Sonden erfassten Daten werden in den Labors ausgewertet und dann aufgezeichnet. Ein Forschungsprogramm, das übrigens damals nicht nur Befürworter fand, ist zum unentbehrlichen Helfer des Umweltschutzes geworden. Die Lösung der Probleme, die uns beunruhigen, ja auch der Probleme, die von ihr selbst verursacht wurden, liegt wiederum in den Händen der Wissenschaft. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, arbeiten von der DFG eingesetzte Kommissionen stetig und konsequent an der Lösung von Problemen. Zum Beispiel an der MAC-Liste, die die Gefahren im Umgang mit schädlichen Arbeitsstoffen schildert. An Untersuchungen, die sich mit den chemischen Belastungen von Lebensmitteln und Muttermilch beschäftigen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verdient es eigentlich nicht, die große Unbekannte hierzulande zu bleiben. Wer an die 12.000 Forschungsprojekte jährlich fördert, wer der frei arbeitenden Wissenschaft oftmals erst die Chance des Forschens bietet, beeinflusst damit auch unser tägliches Leben. Ein kleiner Ausschnitt aus dem wissenschaftlichen Alltag sollte dazu beitragen, die Arbeit eines der großen Förderer der Forschung zu zeigen. Um mit einem Wort des Präsidenten der DFG zu schließen: Wissenschaftliche Forschung von hoher Qualität ist die unentbehrliche Voraussetzung dafür, die Probleme des menschlichen Daseins zu verstehen und Lösungen für sie zu finden.